So, willkommen zurück. Jetzt liegt mein Kater auf meinen Beinen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal okay. Und ich denke mal, wir gehen dann auch nach der Folge raus. Ja. Ja. Gut. Ich ruhe dich noch ein bisschen aus und wir gehen dann gleich raus. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu GTA Advanced. Wir sind jetzt in der letzten Folge. In der letzten Folge wurde der gute Johnny getötet. Jimmy Nigrille. Ne, Johnny. Johnny Nigrille. Und ja, daraufhin mussten wir halt irgendwie auf die andere Insel geflohen, weil halt irgendwie auch 8 Ball verschwunden war in einer der vorherigen Missionen. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Vielleicht wurde er verhaftet. Auf jeden Fall Hideout-Items. Ja, naja. So, gespeichert. Dann ja, schauen wir uns doch jetzt noch mal ein bisschen auf der Insel um. Erstmal hier auf dem Versteck mal gucken. Weil hier ist auf jeden Fall ein Parkhaus und Monster Truck. Schön, schön. Dann nehme ich mal das Polizeiauto. Für die Schrotze. Auf jeden Fall ein schön großer Parkplatz, wo man sich dann noch schön gut mit Autos an Autos bedienen kann. Finde ich super. Ansonsten, ja, müssten wir jetzt eigentlich Päckchen finden können. Zum Beispiel da. Jetzt habe ich 4. Wie viel? Okay, ich gebe 4 Schuss. Gut, dass man das auch schon mal weiß. Mal gucken. Was es denn hier noch so Schönes gibt in dieser, auf dieser zweiten Insel? Die schöne, gute zweite Insel. Das ist meine Lieblingsinsel. Also im originalen GTA zumindest. Ah, hier ist der Park. Irgendwie. Ich denke mal, hier in diesem Teil kann man nicht ins Wasser gehen. Mal hier im Park kann man doch bestimmt noch eine Spazierfahrt machen. Ich hoffe nicht. Oh ne. Sowas gibt es hier. Glaube ich, habe ich auf der 100% Checkliste jetzt nicht gesehen, dass es so Checkpoint-Rennen gibt, außer halt die Straßenrennen, die man halt so ohnehin machen kann, die man dann auch irgendwann, an die wir uns dann auch mal bald setzen müssten. Danke, ich hatte Angst auf jeden Fall. Ups. War ich das? Ich hoffe nicht. Gut. Vielleicht werde ich dann auch in der nächsten Folge direkt die Straßenrennen machen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich die nächste Folge aufnehmen werde. Auf jeden Fall jetzt. Ja, ist da unten erkunden. Hallo? 27. Das ging schnell. Das war ein schnelles Autoklauen, okay. Ja, schöne Insel, schön grün auf jeden Fall. Weil dieses Hafenbezirk Portland hätte ich nicht unbedingt gehabt. Eine schöne Insel. Da geht's ins Wasser. Auch noch keine Rampages gefunden. Ich denke mal, viele Sachen werden wir dann wahrscheinlich wieder während der Rennen finden. Hallo. Ein paar Innenhöfe, eine Frau. Frauen sind immer was Schönes.
Ja, schön mit der Waffe rumlaufen, sehr unauffällig auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall der Waffenladen. Ich will mal gucken, was da so zu kaufen gibt. Auf jeden Fall hier ein Päckchen. Nehme ich sehr gerne mit. Es müsste jetzt eigentlich mehr geben. Ich guck mal. Was hat drei Autobomben noch? Was ist das für eine Shotgun? Habe ich mehr Flammenwerfer und ein Rampage. So funktioniert auf jeden Fall der Flammenwerfer, ist schon mal, der Raketenwerfer, ist schon mal ganz nett. Rampage aber komplett, okay. Da kommt nochmal eine Ladezeit. Ja, genau. Da habe ich sogar Raketenwerfer, also nett, dass die Rampage einmal was geben. Schon mal ganz nett, ganz nett. Aber ich hätte das jetzt gerne nochmal ein paar Päckchen. Einfach nur damit ich die Belohnung für die 30 Päckchen bekomme. Wäre doch mal ein schönes Ziel für heute. Was heißt Ziel für heute? Die Folge geht ja noch über 10 Minuten, hoffentlich. Wenn nichts schief geht. Schöner, schön auf jeden Fall Bedford Point. Kennt man. Ich bin gespannt, wer Karl ist. Mir fällt mit Karl gerade nur Kenji ein. Und wie gesagt, ich erinnere mich halt daran, dass es halt auch jemand Bekanntes auf der Missionsliste gesehen habe. Vielleicht war es dann sogar Kenji. Keine Ahnung, aber werden wir ja sehen. Und was bekommen wir? Body Armor. Ja, das ist super. Das ist super. Also ganz viel Schrotflinte. So, was gibt's hier sonst noch so für schöne Sachen? Noch ein Päckchen. Nicht ins Wasser fahren. Noch eine Waffe, die ein bisschen neuer ist. Ist das ein Gangmitglied?
Ich mag den Flammenwerfer mehr. Aber so sieht wenigstens, aber sieht wenigstens noch mehr nach Sparks aus. Da kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Oh, 3 Sterne, das ist schön. Vier Sterne, wow. Was geht denn hier ab? 5 Sterne! Und schnell weg. Und schnell weg hier. Hier ist doch bestimmt was. Suspicious car went to the Newport Docks. Achso, das ist immer noch die Mission, die mir halt angezeigt wird. Die ist halt jetzt gerade, also gerade meine Haupt, die Meldung für meine Hauptmission, die ich selber wieder bekomme. Warum auch immer. Aber gut. So, Päckchen Nummer 32. Irgendwie funktioniert dieses Auto nicht. Ich nehme ein anderes Auto, aber hier ist die Bombenwerkstatt. Gibt es auch irgendwas zu sammeln? Also, hier kannst du Bombe auffüllen, klar. Weil ich ja die Autobombe auch irgendwie die ganze Zeit immer mit dabei habe. Zumindest kann man die im Auto auswählen, anscheinend. Ich mag die Stadt. Die Insel ist schon grün. So, was ist hier? Nichts. 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 Okay. Wie ist der Park, glaube ich? Nein, nicht ganz. Dann gehe ich mal da rein. Oh. Ist das ein Monster Truck? Warum fährt die Monster Truck durch die Stadt? Nee, das. Doch, ist ein Monster Truck. Warum fährt ein Monster Truck durch die Stadt? Ich glaube nicht, dass das legal ist, aber ja. Wer bin ich schon? Oh. Nehme ich natürlich mit. Okay, da ist eine Brücke, da kann ich nicht drauf. Hier ist ein Stern. Nummer 34. Sehr schön, sehr schön. Ah, hier geht's weg. Ich möchte nicht weg. Das war knapp. Ich habe erstaunlich wenig Schaden bekommen. Leben ist auch sehr schön. Ansonsten renne ich jetzt einfach mal vor der Polizei weg. Ist hier irgendwas? Sackgasse auf jeden Fall. Hallo! Renn! Die sind echt gefährlich. Die können mich hier einfach umhauen. Das möchte ich nicht. Hallo! Hier ist die Mission, da möchte ich jetzt nicht hin. Aber jetzt kann ich mal kurz hier hochfahren, ob da hier noch irgendwas auf mich wartet. Scheint jetzt erstmal nicht so. Wir gucken hier im Grünen.
Hallo? Okay, hier bin ich gerade schon lang gefahren. Ja, schöne Insel. Oh, Päckchen. Nummer 36. Macht sich auf jeden Fall echt gut hier. Die ganzen Päckchen zu finden. Hallo? Kannst du bitte wieder rennen? Hier gibt es dann die Autorennen. Okay, hier geht es wahrscheinlich dann. Wir haben uns abgesperrt, weiß jetzt nicht warum. Um ganz ehrlich zu sein. Noch mal ein bisschen Munition. Kann man nie genug haben. So, Auto geflippt, warum auch nicht? Hier. Eine fette Absperrung auf jeden Fall. Kommt hier noch irgendwas? Wäre es ein Päckchen oder so? Päckchen. Ich glaube, ein Auto wäre ganz gut. Sternen auf jeden Fall, vielleicht merke ich mir den mal. Aber jetzt hätte ich noch mal Lust auf so einen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr beliebt hier, muss ich sagen. Ich bin sehr beliebt hier in dieser Stadt. In diesem Stadtteil. Hat wahrscheinlich schon rumgesprochen, wie cool ich auf der anderen Insel war. Okay, letzter Monster Rampage und dann. Oh, eine Pistole ist schon ein bisschen langweilig und. So sind hier noch Gangster. Ich hasse die Polizei in diesem Spiel. Erstens bis das K, ich weiß, egal. Ich hab eh genug Geld. Ich fahr jetzt speichern, noch keinen Bock mehr. Ich kann
kann mir das halt einen Flammenwerfer kaufen und mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Zumal ich ja auch schon drei Waffen versteckt habe, also ein bisschen ballern kann ich ja noch. Und die guten Waffen, die kaufe ich mir halt nochmal. Egal. Egal. Wo war das Rampage? Irgendwo im Westen, ne? Im Osten. Vielleicht mache ich sie nochmal. Was ist denn Osten? Dafür baut ihr dieses Let's Play doch. Gibt's doch so. Schreibt jetzt in die Kommentare mit Zeitstempel und so weiter. Nein. Ist schon ein bisschen ärgerlich, aber ja gut. Und lade ich nochmal kurz nach. Hideout Items. Nehme ich Pistole mit. Uzi und die Schutzweste. Sind wir hier schon mal voll ausgerüstet wieder. Dann abspeichern. Save complete. Resume game. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao.